Hallo Thomas. Hi. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen bei How About Your Moped. Heute geht's weiter mit dem Motor. Andreas, dein Motor wird weiter zusammengebaut. Und wir komplettieren jetzt mal die beiden Motorhälften. Ich habe ein paar Tipps bekommen. Eisspray habe ich mir schon mal besorgt. Also werden wir mal ausprobieren, ob das jetzt besser geht. Weil das ist ein neues Gehäuse. Wir rüsten ja runter von S70 auf S51. Das S70 Gehäuse haben wir hier. Was wir schon eingebaut haben, war ja der Stift hier, also praktisch der Lager, also der Schaltwellenbolzen. Was noch fehlt, ist der Kerbstift, den hatte ich ganz vergessen, aber den habe ich mir schon zurechtgelegt. Da habe ich auch einen besorgt. Also der Kerbstift gehört auch noch eingesetzt. Das machen wir nachher zum Schluss, wenn wir die Schaltung mit einsetzen. Und ja, wie gesagt, das Gehäuse raus und dann auf dem S51 Gehäuse umgebaut. Weil, warum? Damit der Zylinder richtig sitzt. Weil der Zylinder braucht hier vorne in der Zylinderbüchse Führung. Und demzufolge, man kann nicht einfach einen S50 Zylinder hier wieder draufsetzen, weil dann wird er hier nicht geführt. Und die Führung muss unbedingt da sein. Also alles richtig, was ihr in die Kommentare reingeschrieben habt, muss ordentlich gemacht werden und da sind wir halt dabei. So, Andreas hat mir noch mal ein Werkzeug mitgeschickt, weil er gesagt hat, ja, ich quäle mich immer so mit der Schnurfeder. Es gibt da ein kleines Werkzeug dazu, das ist so ein Hohlrohr, was man hier überstülpen kann. Und dann kann man die Schnurfeder schön von hier oben bis hier unten durchrollen. Also das könnt ihr verwenden, um eine Schnurfeder zu montieren. Da müsst ihr nicht immer hier hinten drin in der Kante rumfingern und die versuchen da drüber zu ziehen. Das passt hier saugend drüber und das könnt ihr gut verwenden. Ne? Genauso gibt es auch noch ein Werkzeug hier hinten, um den Simmerring praktisch über diese Kante hier hinten drüber zu ziehen. Gibt es auch nochmal eine spezielle Hülse dafür. Habe ich bei Simson im Lehrvideo gesehen. Was als nächstes jetzt kommt, ist hier die Lager aufsetzen. Und das machen wir mal, also inneren Lagerring wieder erwärmen. Sachte mit dem Brenner. Und zwar nur so lange, bis das Öl innen drin abgeschwitzt hat, also bis es trocken wird innen das Lager. Und das könnt ihr gut sehen, am Anfang fängt das dann ein bisschen zu perlen. Und dann wird es trocken. Und das reicht dann aus, dann ist die Hitze da, also ganz sachte Flamme. Nicht zu viel. Und dann passt das auch. Jetzt wird es schon trocken. Jetzt ist das Öl weg. Und dann setzen wir das Lager mal ein. Na? Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Gut. Muss doch noch ein bisschen mehr. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal runterziehen. Also wenn euch das mal passieren sollte, dass es nicht ganz durchrutscht, lieber nochmal runterziehen und dann nochmal neu ansetzen. Wir haben ja gesagt, wir machen die mal kalt. Und das Bier auch. Jetzt ist es drin. Auch anstandslos und es hat es gebrutzelt. Dann ist es durch. Richtig, es ist durch. Genau, dasselbe machen wir jetzt nochmal. Also wir nutzen Eisspray. Ich weiß nicht, ob wir schütteln. Das ist auch bloß ein Tipp von mir. Schaden kann es nicht. Wird minus 54 Grad, haben sie geschrieben. Bin mal sehr gespannt. Ja, leicht drauf gegangen. Das ging leicht drauf. Da nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen von diesem Zweitaktöl. Holen wir uns da mal ein bisschen aus der Flasche raus, weil das Zweitaktöl ist ja auch schließlich das Öl. Das schmiert das Lager ja nachher auch. Was das Lager im Endeffekt schmiert. Die Welle sollte jetzt auch schön warm sein. Das heißt, das Ding hält jetzt auch so locker, wie es drauf gegangen ist, ne? Ja. Geräuschlos.
Ist auch gut warm. So. Dann die Motorhälfte ist schon warm. Die haben wir schon mal eine Stunde im Ofen gehabt. Ja, Dichtung, Dichtung nicht vergessen. Die Dichtung machen wir jetzt rein. Also es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder die Dichtung einkleben. Mache ich eigentlich normalerweise immer nur, wenn ich einen Motor habe, der schon mal gebraucht ist, wo schon Schadspuren da sind, wo Kratzspuren drin sind, wo die Dichtflächen eventuell nicht mehr ganz in Ordnung sind. Da klebe ich die Dichtung ganz gern, damit sie dicht werden. Und ansonsten reicht es, wenn wir die Dichtung so einlegen. Ich habe hier die dunklen Dichtungen, weil die sind recht passgenau. Weil wenn man sich das mal anschaut, die passen super hier drauf. Also die Löcher stimmen, es stimmen hier die Flächenmaße und damit kann man dann schon mal arbeiten. Also die finde ich persönlich am allerbesten. Das sind ja auch nicht extrem dünn, ne? Nein, die sind nicht extrem dünn, die sind eigentlich so recht gut. Und die gleichen ja den Motor auch noch ein bisschen aus, dass wir nachher hinten nochmal hier eine Ausgleichsscheibe reinbringen und hier nochmal eine Ausgleichsscheibe reinbringen. Genau. Dann nehmen wir erstmal einen Schluck aus der Brause und entspannen uns mal eine Runde. Also dann, bis gleich. Bis gleich, ciao. Jo, da sind wir wieder. Wir eisen schon mal ein bisschen. Andreas hat mir noch mal ein paar Handschuhe geschickt, weil letztens war das so sehr heiß, das Gehäuse. Und da hat mir einfach mal ein paar ordentliche, gescheite Feuerwehrhandschuhe geschickt. Und vielen Dank bei der Gelegenheit, ne? Genau. Vielen, vielen Dank. Weil hilft bei Kälte und auch bei Wärme. Also ich kann mich da jetzt nicht mehr dran verbrühen. So, wir hoffen mal, dass das jetzt hilft mit dem Kältespray. Die Lager werden auf jeden Fall gut fest. So, und jetzt setzen wir mal die Gehäusehälfte. Haben wir alles drin, weil ansonsten fehlt's. Dann ist spät. Was jetzt fehlt, fehlt. Also, was jetzt fehlt, fehlt. Und demzufolge... Das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. So. Man jetzt. Möge beachten, dass das ein Schonhammer war, der die Kanten nicht kaputt macht. Also hier in die Löcher kommen die zwei langen und ansonsten kommen die kurzen rein. Ich bin ein Freund davon, die immer über Kreuz anzuziehen, weil da tut man sich am leichtesten. Ja, da haben wir mal gerutscht, ne? Ja. Also ziehen kann man es immer noch ein bisschen, weil so einen halben Millimeter, wenn man das zusammenbaut, hat man da noch zum Ziehen mit den Schrauben. Und deswegen auch ein bisschen fix machen, bevor sich genau. Die zu sehr... Bevor sich das Getriebe dann, die Lager zu fest werden und sich das Ganze dann verspannt. Aber wenn die ersten schon mal sitzen, dann ist das Gehäuse schon erstmal gut zusammen. Auch nochmal nachziehen, wenn ihr das Gehäuse nachher erkaltet habt. Weil da kommt immer mal noch ein Stückchen. So. Erstmal haben wir es zusammen. Nochmal Video kontrollieren, ob man
alle Schrauben haben. Die hat man schon. Die hat man auch. Die hat man auch. Die hat man. Jo, sieht so aus, als wenn wir alle hatten. Und die Kurbelwelle dreht sich noch. Sehr schön. Also hockt nicht fest. Super. Neues Gehäuse sozusagen gebastelt. Neues Gehäuse. Das geht echt zack mit den Lagern und den Lagersitzen. Gut, während das erkaltet, kann ich euch schon mal noch ein bisschen was zeigen. Und zwar ist mir noch was aufgefallen bei den alten Anlaufscheiben vom Kupplungskorb. Also die, das sind die Anlaufscheiben, die sollen angeblich noch 50 Kilometer gelaufen sein, aber das sieht so aus, als wenn die richtig kräftig eingelaufen sind. Also das ist nicht normal. Entweder sind nicht die richtigen Scheiben verbaut, vielleicht sieht man es hier ganz gut. Ja. Und die sollten nicht einlaufen. Also wenn ihr so ein Bild habt, tauschen. Bitte sofort. Also das ist nicht normal. Vielleicht kann man Kerzenständer draußen machen. Jo. Also da ist eine richtige Kante zu spüren. Also da hat sich richtig Material abgearbeitet. Sehr schön. Erstmal zusammen. Dann geht es dann gleich weiter, wenn wir den Motor gewendet haben. Bis gleich. Ciao dabei. So, der Motor ist jetzt mal schon ein Stückchen abgekühlt. Also wir können jetzt schon mal anfassen. Kurbelwelle prüfen, die muss schön freigängig sein, darf nichts schleifen, ansonsten habt ihr sie falsch eingebaut. Getriebe genauso, muss leichtgängig sein, also in beiden Sachen, nehmt dafür die Kickstarterwelle, weil ansonsten rattert euch hinten das Zahnrad. Steckt die Kickstarterwelle einfach mal kurz rein und dann könnt ihr das Getriebe schön drehen, ob es läuft, ob ihr irgendwo was verklemmt habt. Ne? Also läuft erstmal alles, also ist schön alles freigängig und dann sind wir erstmal zufrieden. Haben wir erstmal das ordentlich hingekriegt. Bei der Gelegenheit schneiden wir dann gleich mal die Dichtung hier noch raus. Scharfes Cuttermesser, einmal abschneiden, bündig auflegen und nicht wie ich. Nicht reinschmeißen? Da reinfallen lassen. Gut, rumdrehen. Was reinfällt, kann auch wieder rausfallen, hoffentlich. Da ist es. Wo ist es? Beweisfoto, da ist es. Da ist sie wieder. Genau, was mir Andreas auch mal mitgeschickt hat, also Pumpenwerkzeug. Das ist so ein hübscher kleiner Magnet, damit man dann halt mal seine Teile aus dem Motor wieder rausholen kann, wenn es irgendwo mal, ich gehe mal ein Stück zurück. Ja, war ich nicht so weit weg. Wenn es genau. Irgendwo mal ein bisschen geklemmt hat. Danke, Andreas. Coole Sachen. Funktioniert übrigens nicht bei Dichtungen. Bei Dichtungen geht es nicht und, naja, auch nicht bei Edelstahl. Also bei den Scheiben funktioniert es. Geht wunderbar. Dankeschön. Klasse Teil. Klasse Teil. Könnte man ins Sortiment immer wieder aufnehmen. So, hervorragend. Gut. Könnten wir als nächstes schon mal anfangen und die Simmerringe setzen. Weil da kommt ja ein Simmerring kommt hier rein, ein Simmerring kommt da rein. Den können wir schon mal bauen und dann können wir hier hinten mit der Kupplungsseite weitermachen. So ganz offiziell heißen die Wellendichtringe. Simmerringe. Wellendichtringe. Ja, sowas in der Richtung. Genau, die zoomen wir uns jetzt mal raus aus dem ganzen Kram, was uns Andreas geschickt hat. Irgendwo sind sie dabei. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr ein Abo löst, seid ihr mit dabei, wenn es weitergeht mit S51 Motor oder S53 Regenerierung oder anderen Projekten, die ich jetzt momentan wieder mache. Also es kommt jetzt auch nochmal eine S50 Motor. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß. Schreibt mir was in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas verbessern könnt, wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, wenn ihr sagt, okay, Werkzeug, guck mal, da gibt es geiles Werkzeug, das kannst du verwenden. Andreas hat mir jetzt schon ein bisschen was geschickt, also Handschuhe für die heißen Sachen und Magnet für die metallischen und natürlich auch eine Hilfe für die Schnurfeder. Also Dankeschön dafür, echt geiles Zeug, habe ich ja heute schon
fast alles benutzen dürfen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und traut euch was. Bis dahin. Ciao. Ciao.